Herzlich willkommen, liebe Frau Brauer-Ziem, für unser kurzes Interview hier im Penthouse in der Mommsen- und Wielandstraße, das Sie kürzlich gestaged haben. Das bringt mich direkt zu meiner ersten Frage. Was können wir uns denn genau unter einem professionellen Homestaging vorstellen? Okay. Also zunächst erstmal vielen Dank, das war ein ganz tolles Projekt hier. Und das Homestaging selbst, darunter versteht man die Inszenierung einer Immobilie für den Verkauf. Das heißt, statt leere Räume zu präsentieren, die kahl sind, mit denen der Interessent vielleicht überfordert ist, wie er die nutzen kann, am besten werden sie auf die Zielgruppe und die Lage und die Immobilie zugeschnitten und möbliert für die Zeit der Vermarktung. Und so kann dann der Interessent bei der Besichtigung direkt eine inspirierende Atmosphäre vorfinden und sein neues Zuhause erleben. Ist denn das Homestaging eine Marketingmaßnahme, die immer häufiger zum Einsatz kommt und auch die Sichtbarkeit bei den Kunden erhöht? Ja, es setzt sich mehr und mehr durch, muss man sagen. Es gibt Homestaging schon seit den 70er Jahren in den USA, später in Großbritannien, in Skandinavien und seit vielleicht 15 Jahren in Deutschland. Aber die Nachfrage wird immer größer danach, denn es ist ganz eindeutig, eine Immobilie, die sich perfekt präsentiert, kann ganz aufmerksamkeitsstarke Bilder generieren und damit wiederum eine viel höhere Nachfrage auf die Exposés und auf die Präsentation im Internet. Insofern ist Homestaging ganz klar in den Fokus gerückt und das wird auch weiter noch zunehmen, denke ich. Wie planen Sie das Homestaging? Gibt es eine bestimmte Herangehensweise oder entstehen die Entscheidungen für die Einrichtung eher intuitiv? Okay. Das Staging läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Ich schaue mir zusammen mit dem Eigentümer oder dem Immobilienmakler die Immobilie an, habe einen Grundriss, vermesse und sofern die Immobilie schon mal auf dem Markt war und es Interessenten gab, ist für mich ganz wichtig, was ist das Feedback dieser Interessenten, die ja bisher vielleicht nicht gekauft haben. Gibt es Kritikpunkte, dass ein Raum zu klein ist oder ihnen ein bestimmter Raum fehlt, ein Arbeitszimmer fürs Homeoffice? Und dann greife ich genau diese Punkte natürlich auf und werde das in dem Staging berücksichtigen, dass entsprechend all diese Räume abgedeckt sind und sich jeder Interessent in der Immobilie zu Hause fühlen kann. Welche Besonderheit in unserem Penthouse hat denn die Einrichtung vielleicht besonders leicht gemacht? Leicht insofern, glaube ich, als das sehr schnell klar war. Es ist ein sehr offener Grundriss. Das sind 300 Quadratmeter, aber man hat ganz lange Sichtachsen. Das heißt, wir haben einen sehr großen Wohn-Ess-Bereich. Wir haben zum Beispiel einen Kamin, der von mehreren Seiten sichtbar ist. Und das muss natürlich dann im Konzept auch integriert werden. Also in diesem Mondärger hinter mir, der so ganz typisch ist für Berlin hier in Charlottenburg an den Eckhäusern, haben wir dann ein freistehendes Sofa. Und von dem kann ich sowohl auf den Kamin schauen, als auch durch die bodentiefen Fenster über die Dächer Berlins schauen. Und das ist natürlich klar, dass die Einrichtung sich da an der Architektur orientieren muss. Und wir haben zum Beispiel auch ein ganz tolles Arbeitszimmer, in dem man durch die geöffnete Flügeltür dann über die Bibliothek hinweg auch wieder in den Runderker schauen kann. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes hier an dieser Wohnung. Ja, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es ist immer wieder spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch.